Hi Leute, willkommen zur Einrichtung des Wohnkomplexes hier von Violet und Armin, was wir vor 2 Tagen gebaut haben quasi. Also da kam das Video zum Hausbau raus und ich habe euch ja versprochen, dass jetzt auch das Einrichtungsvideo kommt. Ich hätte es euch ein bisschen früher gern bereitgestellt, aber ich muss mich erst noch mit meinem neuen Aufnahmeprogramm reinfuchsen und alles. Das ist alles noch ein bisschen schwierig, das so ganz hinzukriegen. Ich habe jahrelang mit was anderem gearbeitet. Und jetzt sich mit etwas Neuem anzufreunden, ist dann schon ein bisschen aufwendiger und sorgt einfach für ein paar Dinge, für ein paar Probleme und für ein paar Neuigkeiten. Aber darüber kann ich euch ja später noch ein bisschen mehr erklären, wenn euch das interessiert, die Leute, die sich gerne das ganze Video anschauen wollen. Aber ich weiß ja, dass viele von euch rausskippen. Deswegen sage ich euch erstmal die wichtigsten Infos zu diesem Haus. Ihr seht schon, ich habe 3 Wohnungen gestaltet. Ich habe eben erstmal angefangen, irgendwie ein paar Sachen bei Violet und Armin aufzustellen. Halt vor allem die Sachen aus dem Familieninventar quasi. Also ja, was sie aus ihrer alten Wohnung halt mitgenommen haben, habe ich erstmal so ein bisschen grob aufgestellt in die richtigen Räume. Und richte jetzt aber erstmal die anderen Wohnungen ein. Und ihr könnt schon sehen, diese Wohnung hier wird für einen Vampir gemacht werden. Ich habe hier schon so einen schönen Altar aufgebaut, wo eine Vampirdame wohnen wird. Dieses Badezimmer ist nicht 100% nutzbar. Ihr seht schon, das Waschbecken wird wahrscheinlich nicht wirklich nutzbar sein, da in der Ecke, wo es steht. Aber ich wollte, dass es wenigstens nutzbar aussieht. Denn ich werde ja eh nicht mit der Vampirdame spielen, sondern ich richte ihr quasi nur die Wohnung ein. Denn das ist so ein bisschen das Konzept des Grundstücks oder die Idee beim Spielen, die ich da so ein bisschen hatte, weswegen ich jetzt hier 3 Wohnungen gestaltet habe. Ich habe aus diesem Grundstück hier ein Apartment-Grundstück gemacht. Das kam, glaube ich, mit Wildes Studentenleben, beziehungsweise mit dem Patch von Wildes Studentenleben, um es genauer zu sagen. Da kann man ja in der Wildstudentenleben-Welt so Mitbewohner haben und die kann man hier halt mit diesen Apartmentgebäuden auch mehr haben. Beziehungsweise, ich weiß nicht, also die Funktionalität dieser Apartmentgebäude wage ich mittlerweile noch zu bezweifeln. Also ich habe es eigentlich mit Cheats nur hinbekommen, dass da jetzt Mitbewohner in dem Haus wohnen, aber ich habe das jetzt einfach mal so gelassen, deswegen ist es alles ein bisschen schwierig und ich hatte irgendwie nicht die Lust und die Zeit, mich da so sehr reinzufuchsen, dass ich das jetzt ganz kapiert hätte, wie das mit den Mitbewohnersachen und sowas geht. Ich hatte eigentlich geguckt nach so einem Tutorial in der Richtung, wie man das hinbekommt, aber irgendwie hat es bei mir dann nicht funktioniert, obwohl ich es genauso gemacht habe wie im Tutorial. Die altbekannte Frage, die auch unter meine Videos immer gestellt wird: Ich habe das genauso gemacht, aber es funktioniert bei mir nicht. Ja, bei mir hat es nicht funktioniert. Nur ich habe dann nicht genau diese Frage gestellt, sondern habe dann halt einfach nach einer alternativen Möglichkeit gesucht. Und die habe ich gefunden. Und lange Rede, kurzer Sinn. Hier wohnen halt einfach noch 2 weitere Haushalte auf diesem Grundstück, zusammen mit Violet und Armin. Nur, ich werde sie nicht kontrollieren. Das heißt, ich habe hier halt noch 2 weitere Haushalte geschaffen, wo die jeweiligen Sims wohnen werden, wo die ihrem Leben ganz normal nachgehen werden als Sims. Denen können wir sogar dabei zuschauen, weil sie halt eben auf dem gleichen Grundstück sind und die Grundstücke bzw. die Wohnungen halt vollkommen sichtbar sind für uns, während wir dort spielen. Nur, wir werden sie nicht kontrollieren. Also, ich habe sie als Mitbewohner hinzugefügt zum Haushalt, also nicht als wirkliche Teile des Haushaltes, sondern als Mitbewohner, was bedeutet, dass ich sie nicht anwählen kann. Also, ich kann sie nicht kontrollieren, nicht steuern, das heißt, dass wir auch da keine Verantwortung haben, was das angeht. Die werden ihrem Leben nachgehen, wie es soll. Deswegen habe ich die einzelnen Wohnungen mit allem ausgestattet, was sie zum Leben so brauchen. Ich habe sogar ein bisschen versucht zu dekorieren, aber ihr seht schon, ich habe es eher so ein bisschen, ja, so ein bisschen locker gestaltet. Also ich habe jetzt nicht sonderlich viel Aufwand betrieben. Ich habe hauptsächlich halt wirklich Objekte verwendet, die schon so gestaltet waren, wie sie halt sind, wie sie vom Spiel vorgegeben sind. Okay, jetzt färbe ich gerade die Vorhänge ein. Das ist jetzt natürlich ein schlechtes Beispiel, denn ich habe natürlich schon versucht, dass das Ganze ein bisschen ordentlich aussieht in den Wohnungen. Also es soll schon hübsch aussehen. Die haben auf jeden Fall hübsche Wohnungen bekommen. Aber ich habe jetzt nicht so megamäßig Aufwand betrieben, dass ich alles super dekoriert habe und alles wirklich einzeln eingefärbt habe. Sorry dafür, dass mein Handy vibriert hat. Aber ich habe auf jeden Fall wirklich versucht, das zu dekorieren. Seht ihr hier auch das kleine Kinderzimmer. Also es ist einmal eine Familie, wie ihr hier sehen könnt, mit einem kleinen Jungen und einem Elternpaar halt. Dann halt eben die Vampirdame und dann unsere beiden Violet und Armin. Sollte von der Familiengröße trotzdem überhaupt keine Probleme mit sich bringen, falls Violet und Armin bald auch ihre Kinder bekommen sollten.
Das habe ich auf jeden Fall auch vor, dass die irgendwann ihre Kinder bekommen. Deswegen sollte das trotzdem kein Problem sein. Und ja, wie gesagt, ich habe 3 Wohnungen eingerichtet. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr das Grundstück runterladet und selbst damit spielen, statt der Wohnung von Violet und Armin natürlich auch eine der anderen beiden Wohnungen nutzen. Falls ihr jetzt sagt so, boah, diese Familienwohnung mit 2 Kinderzimmern sieht eigentlich echt cool aus. Das würde viel, viel besser zu mir passen und das ist auch viel bescheidener, passt vielleicht ganz gut zu meiner Familie. Dann könnt ihr natürlich auch einfach das nutzen und könnt damit eure Familie spielen und ihr werdet die anderen beiden Grundstücke oder die anderen beiden Wohnungen total vernachlässigen oder ihr lasst dort halt auch so wie ich Leute einziehen. Ich habe das jetzt mit dem Master Controller Mod gemacht, weil das darüber am einfachsten ging, einfach Mitbewohner hinzuzufügen. Vor allem, weil man da mehrere hinzufügen kann. Normal übers Spiel kann man eigentlich nur einen Mitbewohner zur gleichen Zeit hinzufügen. Aber ja, mit dem Mod geht das auch, sodass ich die alle als Mitbewohner hinzugefügt habe. Funktioniert echt super. Sind wie gesagt Mitbewohner für Violet und Armin, aber sie sind halt nicht anwählbar und das ist eigentlich ganz cool. Das ist ein guter Kompromiss. Ich wollte es eigentlich erst ganz anders haben, dass sie noch nicht mal in der Ansicht drin sind, so wie ich das eigentlich in diesem alten Tutorial gesehen hatte. Das war so ein schriftliches Tutorial, aber es hat halt, wie gesagt, bei mir nicht funktioniert. Und deswegen habe ich jetzt diese Möglichkeit genutzt. Und ja, wie das Ganze so funktioniert und so, könnt ihr ab morgen, wenn ich es bis morgen schaffe, auf jeden Fall wird dann ja das Monat-Let's Play mit Violet und Armin weitergehen. Und da könnt ihr dann sehen, wie das Ganze so funktioniert, wie das Ganze im Spiel aussieht. Und könnt ihr natürlich auch einen besseren Blick auf die Wohnungen selbst werfen, falls euch dieser Überblick hier nicht detailliert genug ist. Ich habe am Ende natürlich wie immer Screenshots vorbereitet, aber falls ihr irgendwie einen genaueren Blick drauf werfen wollt, könnt ihr natürlich auch gerne ins Let's Play reinschauen. Das werde ich euch auch nochmal hier unten in die Videobeschreibung verlinken. Da seht ihr auf jeden Fall nochmal, wie das Ganze im Spiel aussieht. Könnt ihr einen detaillierteren Blick drauf werfen, wie gesagt. Genauso habe ich natürlich auch wie immer die Cheats, die ich verwendet habe, verlinkt, alle Inhalte, die ich verwendet habe. Diesmal unter diesem Video ist jetzt der Download-Link zur möblierten Version des Hauses verlinkt. Also ich habe ja im ersten Teil, in der Bau dieses Wohnkomplexes, habe ich ja die unmöblierte Variante verlinkt. Die ist jetzt auch sogar als Download-Link verfügbar. Als ich es hochgeladen habe, hatte ich das ja noch nicht verlinkt, aber seit gestern ist das dann sogar drin. Könnt ihr also da nochmal in die Videobeschreibung schauen oder halt unter diesem Video, falls ihr die möblierte Variante für euer Haus haben wollt, wo halt wirklich 1000 Store-Inhalte und sonst was für Sachen drin sind. Aber falls ihr da Bock drauf habt, könnt ihr natürlich auch einfach die runterladen. Die findet ihr hier unten in der Videobeschreibung. Und ja, genauso halt natürlich auch der Link zum ersten Teil, falls ihr den Bau des Wohnkomplexes noch nicht gesehen habt, könnt ihr auch da schauen. Müsste, glaube ich, der erste Link direkt in der Videobeschreibung sein. Da könnt ihr direkt nachschauen, falls ihr da nochmal nachschauen wollt. Ja, und hier sind wir jetzt auch bei den Wohnungen von Violet und Armin. Und das wird jetzt der Großteil der Wohnung sein. Also ihr seht schon, die ersten beiden Wohnungen habe ich relativ schnell fertiggestellt. Wie gesagt, waren mir auch nicht ganz so wichtig. Ich wollte halt nur ein paar hübsche Wohnungen nebenbei haben, dass die nicht vollkommen leer ausgehen oder ich dann nur das Mindeste hinstelle, sollte auch ein bisschen einladend aussehen. Und wir können das ja auch so machen, dass wir auch mal ab und an unsere Nachbarn besuchen können, wenn wir uns mit denen anfreunden wollen. Ich habe jetzt halt natürlich die entsprechenden Wohnungen ja abgeschlossen für die jeweiligen Leute, die dort wohnen, aber wir können natürlich auch mal unsere Nachbarn besuchen und dann kann man einfach die Türen aufschließen für uns selbst halt quasi. Das ist also auf jeden Fall ohne Probleme möglich. Ja, und ihr seht schon, die ersten Räume sind schon im Entstehen. Ich habe das anfangs erstmal so gemacht, dass ich vor allem die Sachen, die ich halt irgendwie da haben wollte, platziert habe. Und ich habe dann erst später mehr dekoriert. Also ich bin nicht von Raum zu Raum gegangen, sondern ich habe halt erstmal so die Hauptsachen platziert, wie zum Beispiel hier den Esstisch und diesen schönen Raumteiler und ein paar Vorhänge. Und dann wusste ich aber erstmal nicht mehr noch so viel, was ich hier machen sollte. Beziehungsweise wusste halt noch nicht alles, was ich hier platzieren sollte und habe halt erstmal ein bisschen probiert und nachdem ich irgendwie keine Lust mehr hatte, habe ich dann woanders weitergemacht quasi. War auch so ein bisschen der Sinn dahinter, dass ich irgendwie teilweise auch keine Lust mehr auf den Raum hatte und dann bin ich halt zu einem anderen Raum gegangen. Also da bin ich immer ein bisschen hin und her gesprungen. Ich wollte hier erst diesen wunderschönen Wandteppich hinsetzen, aber der passt doch nicht ganz so hin. Ja, die Wohnungen von Violet und Armin sind vom Stil her sehr interessant. Also ich habe so ein bisschen Mix gewagt. Also
ja, auf jeden Fall sehr klassisch. Klassisch, hochwertig, luxuriös ist hier auf jeden Fall das vorherrschende Thema für diese Wohnungen. Zumindest habe ich mich bemüht, dieses Thema vorherrschend sein zu lassen. Ist natürlich dann ja, so ein bisschen die eigene Meinung. Könnt ihr ja gerne eure eigene Meinung zu sagen, ob das wirklich vom Stil eher wirklich so in Richtung klassisch hochwertig ist oder ob das eher ein anderer Stil ist. Aber ich habe das vermixt so ein bisschen versucht mit so einem orientalischen, irgendwie eher indischen Stil, also so richtig was Orientalisches habe ich halt eher so im Indischen gefunden, weil ich halt so indische Store-Sätze habe. Aber Amin kommt ja eigentlich aus Ägypten, aber so wirklich ägyptische Store-Sets hatte ich jetzt nicht so wirklich. Und die Sachen aus Reiseabenteuer sind, naja, hier halt eher so Pyramide-Pharao-mäßig und weniger wirklich geeignet für die normale Einrichtung eines Hauses. Deswegen habe ich mich da eher der Store-Sätze bedient, die ich halt habe. Wie gesagt, unter anderem indisch. Dann habe ich halt noch so ein kambodschanisches Store-Set gehabt. Das habe ich auch gern verwendet an einigen Stellen. Ja, und habe ansonsten halt versucht, wie gesagt, auch den klassischen Stil mit einzubringen. Also ich habe halt, Violet ist ja halt quasi die Lady, die, ich weiß gar nicht, wie ich sie von der Art hier beschreiben soll. Also sie legt sehr viel Wert auf Ordnung, auf Stil. Also sie hat auf jeden Fall Stil, kann man so verallgemeinert einfach mal sagen. Sie weiß auf jeden Fall, wie Sachen aussehen sollten. Oder zumindest hat sie ihre Meinung davon, wie Sachen aussehen sollten. Und mag auf jeden Fall das Klassische, das Stilvolle. Und deswegen habe ich halt eben diesen Einrichtungsstil hier größtenteils verwendet. Ich habe aber halt, wie gesagt, auch ein bisschen orientalische Einflüsse mit dargebracht. Eben zu Ehren von Amin, obwohl ihr wahrscheinlich sicher wisst, dass Violet zu 100% die Einrichtung übernommen hat und Amin nur nickend und lächelnd daneben stand und alles abgenickt hat, was sie gekauft und eingerichtet hat. So stelle ich mir das jedenfalls vor mit den beiden. Nicht, dass Amin nicht gleichberechtigt wäre mit Violet, aber was Design und Einrichtung angeht, hat er, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Aber ihm zu Ehren hat sie halt, wie gesagt, so den orientalischen Stil mit eingebaut. War ja schon in der ersten Wohnung so der Fall. Und ich finde auf jeden Fall die Kombination von beidem echt cool. Also ich bin halt kein Design-Experte, deswegen kann es auch sein, dass es für Design-Experten total schrecklich aussieht. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber ich finde, es sieht cool aus in Kombination. Und ich habe auf jeden Fall mein Bestes gegeben, das Ganze möglichst harmonisch zu kombinieren, dass das irgendwie auch noch was aussieht. Und allein das Schlafzimmer liebe ich. Diesen Baldachin hatten wir schon aus der ersten Wohnung übernommen. Den habe ich halt einfach genauso mitgenommen und habe aber dann ein anderes Bett hier hingepackt, was wesentlich orientalischer und königlicher auch aussieht. Und ja, gefällt mir auf jeden Fall echt ganz gut. Und habe hier natürlich auch für das Schlafzimmer das Violett und Gold versucht mit unterzubringen und auch ein bisschen Blau. Die Wände sind ja hauptsächlich in so einem Hellblau gestaltet und das habe ich natürlich auch mit eingebracht in die Gestaltung des Raumes. Ja, also ich habe einfach rumexperimentiert, geschaut, was am besten irgendwie zusammenpasst. Und ich fand es am Ende echt ganz, ganz cool geworden. Ja, es kam auf jeden Fall schon im Video des Hausbaus die Frage auf, ob ich denn auch für die anderen Leute noch ein neues Haus baue. Nein, denn es besteht ja gar keine Notwendigkeit dafür. Es ist jetzt nicht so, als würde ich für alle 4 im Monat Let's Play nochmal ein neues Haus bauen wollen, sondern das ist jetzt tatsächlich nur für Violet und Amin gewesen, weil ihre bisherige Wohnung wirklich ein bisschen zu klein war. Da habe ich doch ein bisschen zu klein geplant beim ersten Anlauf der Wohnung und hatte jetzt irgendwie das Bedürfnis für sie eine neue Wohnung gestalten zu wollen und hatte halt eben auch die Idee mit diesen Altbauwohnungen, hatte ich halt im ersten Video erwähnt, beziehungsweise im Video des Baus dieses Wohnkomplexes. Deswegen, ja, wird das halt nur für Violet und Amin eine neue Wohnung geben, aber die anderen werden mit ihrer noch ganz glücklich sein und werden die auf jeden Fall noch eine ganze Weile behalten. Da hatte ich halt wahrscheinlich ein bisschen mehr im Voraus gedacht. Ich habe, glaube ich, echt bei Violet und Amin so ein bisschen zu klein gedacht. Aber die beiden brauchen ihren Platz. Vor allem Violet, würde ich mal behaupten. Sie hat ja jetzt auch einen großen Flügel im Wohnzimmer stehen. Sie hat hier eine Künstlerecke. Also sie hat hier ihr eigenes Büro nach wie vor. Das hatte sie vorher ja auch schon. Nur hat sie jetzt halt zusätzlich auch noch eine Ecke, wo sie malen kann. Wo sie sich künstlerisch ausleben kann. Denn auch das zählt zu Violets Hobbys, die ich
was ich bisher aber ein bisschen vernachlässigt habe. Deswegen habe ich jetzt dafür gesorgt, dass sie auch das weiter ausleben kann. Es gab einen neuen Schreibtisch, der alte gefiel mir irgendwie nicht mehr in Kombination mit diesem Spiegelschreibtisch. Deswegen gab es jetzt den und ich finde, der passt irgendwie auch ganz gut. Ja. Und dann wurde auch hier das Büro noch ein bisschen dekoriert. Ich habe auf jeden Fall überall für Sichtschutz gesorgt mit ein paar Gardinen, die auf jeden Fall auch alle sehr, sehr klassisch vor allem aussehen. Und ja. Ich wollte noch eine Sache erzählen für alle die, die es interessiert. Wir sind ja jetzt schon so ungefähr bei der Hälfte des Videos, da kann ich euch ja mit Krams zulabern. Ja, gestern das Video von Familie Reuss, das kam ziemlich spät. Und ich hoffe mal, dass ich das heutige, also dass ich damit richtig liege, dass dieses Video am Donnerstag kommt und zwar zu einer normalen Zeit. Denn so habe ich das vorgesehen. Ich muss mich halt noch an mein neues Videobearbeitungsprogramm gewöhnen. Das ist ein bisschen schwierig, wenn man vorher so lange mit einem anderen gearbeitet hat und was ganz anderes gewohnt ist, ganz andere Zeiten und sowas. Denn mit dem Programm, mit dem ich vorher gearbeitet habe, der Windows Movie Maker, ist, was sehr simpel ist in seiner Art und in dem, was man da machen kann, ja, das ist halt, der ist halt wesentlich schneller gewesen und deswegen komme ich damit noch nicht so ganz klar, wie viel Zeit ich da brauche, um das zu rendern zu lassen. Das dauert echt mega lang. Das dauert doppelt so lang, wie das Video selbst braucht. Das heißt, dieses Video wird hier auch über eine Stunde lang rendern und ja, damit habe ich vorher halt nicht gerechnet. Deswegen muss ich halt noch so meinen Umgang damit lernen, wann ich was verwende, wie ich das Ganze mache und so. Und deswegen sorry nochmal, dass das gestrige Video so spät kam und wie gesagt, ich hoffe, dass das Video jetzt zu seiner richtigen Zeit rauskommt. Alle, die dies später gucken, interessiert das wahrscheinlich nicht, aber ja, es ist halt auch so ein bisschen mein eigener Anspruch, dass das zu einer bestimmten Zeit rauskommt, wie ich das möchte. Und wenn das Renderprogramm nicht mitmacht oder das Schneideprogramm, dann gibt es Probleme. Aber nicht für mich. Nein, keine Ahnung. Also ich werde ja schon noch mich mit anfreunden müssen. Und ja, wollte ich das einfach nur gesagt haben, dass ich nicht genau weiß, wie das dann so mit den Videos läuft in nächster Zeit. Also ich werde mich auf jeden Fall bemühen, aber wenn das wirklich immer so lange dauert und alles, beziehungsweise kann es ja dann, dass vielleicht auch ein bisschen weniger kommen könnte. Aber ich werd mich auf jeden Fall bemühen, dass ich mein ein Video am Tag irgendwie hinbekomme. Heute kommt ja sogar noch ein zweites Video. Wie gesagt, wenn es am Donnerstag kommt, heute kommt ja noch Pokémon gleichzeitig mit. Das ist ganz cool. Pokémon ist mir diese Rechnung quasi mit ein bisschen außen vor gelassen. Beziehungsweise ich wollte euch heute halt einfach dieses Video bringen. Ich hätte es euch auch schon gestern gebracht, wenn das zeitlich irgendwie geklappt hätte. Aber ja, ist halt wie gesagt alles viel zu aufwendig oder viel zu langwierig, aber dafür muss ich euch sagen, macht das Schneiden halt wahnsinnig viel Spaß mit diesem Programm. So nervig und langwierig das Rendern auch braucht, aber das Schneiden ist mega spaßig damit. Das ist echt cool. Vielleicht merkt ihr auch, ich habe ein bisschen neue Musik gesucht und hier hinterlegt. Ich hoffe, sie gefällt euch. Mir gefiel sie auf jeden Fall echt ganz gut. Und ich möchte auf jeden Fall auch ein bisschen mehr Vielfalt reinbringen in die Hintergrundmusik. Ich versuche sie allerdings nicht allzu laut zu machen, denn ich, also ich auch als Zuschauer, bin immer der Meinung, dass zu laute Musik zu sehr vom Gesprochenen ablenkt. Und ich glaube, bei dem Bauvideo war das ein bisschen der Fall. Ich hatte noch nicht so ganz Ahnung, wie so ein bisschen das ist, also wie es am Ende, wenn es gerendert ist, wie das Verhältnis davon so ist. Und deswegen habe ich das, glaube ich, ein bisschen verkackt und ich glaube, die Musik war ein bisschen zu laut im Vergleich zu meiner Stimme. Und meine Stimme klang auch, glaube ich, ein bisschen komisch. Wie gesagt, ich muss mich an alles erstmal noch ein bisschen gewöhnen. Aber ich hoffe, dass es dieses Video ein bisschen besser ist. Das sagt sie, während sie das Commentary aufnimmt und das gleiche erst noch hinbekommen muss. Das heißt, keine Ahnung, ob das gut wird. Ihr könnt mir ja sagen, wie es so von der Videoqualität ist. Ihr könnt ja auch mal vergleichen mit den vorherigen Hausbauvideos, wie ihr die Qualität jetzt findet von diesem Video im Vergleich zu den vorherigen Videos, so, die ich halt so die letzte Zeit so gebracht habe. Ob ihr da einen Unterschied bemerkt oder ob ihr euch denkt so, boah, nee, warum hast du dir jetzt ein neues Schneideprogramm zugelegt? Also ich fand die vorher genauso gut. Ist jetzt eigentlich überhaupt kein Unterschied. Also würde mich interessieren, wie ihr das seht, ob es da einen Unterschied gibt. Ob ihr da irgendwie eine Qualitätsverbesserung bemerkt oder ob ihr denkt, das
hat jetzt irgendwie überhaupt gar keine Änderung gebracht. Ich kann es irgendwie schwer beurteilen. Ich schaue meine Videos irgendwie auch wenig selber an und ich glaube, ich sehe da vielleicht auch irgendwie Änderungen hinein, wenn ich da jetzt selber gucken würde. Ich weiß nicht, also es wäre auf jeden Fall gut, von euch irgendwie eine Einschätzung zu wissen, wie ihr das findet. Und hier habe ich so ein bisschen mit den Farben gespielt, beziehungsweise mit den Lichtern, weil die irgendwie vom, ja, von der Farbe her nicht ganz richtig waren. Weiß ist irgendwie immer so kalt und Flamme ist meistens zu intensiv, deswegen brauche ich da manchmal so einen Zwischenton und den habe ich hier halt einfach mal versucht, mit den Farben so ein bisschen festzulegen. Die Küche ist übrigens auch nicht drin im Video, genauso wie auch die Gestaltung der Böden und der Wände hier im Baumodus, im Bauvideo nicht drin war. Denn das habe ich in einem Livestream gemacht, genauso wie eben die Küche. Deswegen war das beides jetzt nicht mit drin. Aber ihr habt ja trotzdem auch die Küche gesehen. Ihr seht am Ende auch noch Screenshots der Küche. Es war halt einfach so ein mega langwieriger Livestream, wo ich irgendwie stundenlang kaum was geschafft habe. Und deswegen wollte ich den auch nicht mit einfügen, weil der eigentlich unnötig ist, fand ich. Deswegen, ja, denke ich mal, geht das auch ohne. Ja, und dann haben wir hier den Fitnessbereich. Also es gibt ja in der Wohnung quasi einen Eingangsraum, da wo das Esszimmer ist. Und dann geht man halt entweder in die Küche oder halt in den Flurbereich mit Fitnessraum. Also da habt ihr ja diese Trennwand gesehen. Sodass man halt entweder einfach so zur Treppe bzw. zum Wohnzimmer hintergehen kann oder man kann halt an der Wand vorbei zum Fitnessbereich gehen, wo sich dann halt auch ein Badezimmer befindet. Finde ich eigentlich ganz, ganz praktisch in der Nähe des Fitnessraums. Deswegen habe ich das da hingesetzt. Also das Layout der Wohnung, da hat auch ewig gedauert. Also da habe ich echt ewig für gebraucht, da ein richtiges Layout zu finden. Und ich dachte erst schon, allein die zwei Wohnungen oder die zwei Etagen, die ich hatte, sind auch schon zu wenig. Weil, also ich hatte ursprünglich, glaube ich, versucht, nur eine Etage, also in nur einer Etage alles hinzubekommen, aber das ging natürlich nicht. Deswegen habe ich dann die zweite Etage hinzugefügt, aber selbst da war es irgendwie schwer, das passende Layout zu finden. Aber ich habe es dann am Ende hinbekommen. Ja, und hier seht ihr, haben wir im Wohnzimmer auch noch einen schönen Schachtisch. Das heißt, der gute Amin muss nicht mehr immer am Computer Schach spielen, sondern er kann jetzt hier am Schachtisch sitzen. Deswegen hat Violet wahrscheinlich auch ihr Arbeitszimmer wieder für sich allein. Vorher war das ja so, dass Amin bei jeder Gelegenheit an den PC gegangen ist, um da auch ein bisschen Schach zu spielen und sowas. Obwohl, ich glaube, in letzter Zeit hat er ja Berichte geschrieben, aber die muss er halt dann immer noch im Arbeitszimmer machen. Ich meine, Violet hat ja auch noch anderes zu tun, als Bücher zu schreiben, auch wenn sie das sehr gern macht. Ja, und ich habe teilweise halt auch wirklich ein bisschen mit der Devise weniger ist mehr gelebt, allein hier bei diesem Wohnbereich, beziehungsweise im Fernsehbereich im Wohnzimmer, steht halt wirklich einfach nur diese Couch und dann ist da der Fernseher und dann ist da ein Bild dazwischen und ansonsten ist da halt nicht viel. Aber ich finde, das wirkt auch nicht schlecht. Ich meine, der Boden ist halt schon so ein dicker, cremefarbener Teppich. Da kann man nicht besonders viel noch mitmachen. Und ich glaube, also ich stelle mir das echt total gemütlich vor mit diesem Teppich. Der muss echt total schön sein. Ich würde mich da halt einfach vor den Fernseher setzen. Obwohl das natürlich Violet und Amin nicht machen. Aber ja, das ist halt eigentlich so ein Teppich, wo man sich eigentlich am liebsten reinsetzen würde. So von der Art her. Zumindest stelle ich mir das so vor. Ja, und hier ist eins der beiden Badezimmer. Hat, wie ich finde, eine sehr schöne Wanddekoration mit dem Stein und dem Holz. Finde ich auf jeden Fall sehr luxuriös irgendwie. Und der Rest ist halt so dunkelblaue Fliesen. Ja, gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Ich habe natürlich hier für Luxus gesorgt mit den beiden. Die haben aber auch das Geld. Also, ich muss euch dazu sagen, die ersten beiden Wohnungen, die ich gestaltet habe, die ich ja so ganz schnell zu Beginn des Videos gemacht habe, haben die beiden quasi mitfinanziert. Also ich habe sie erst das Grundstück kaufen lassen und habe dann alles eingerichtet. Das heißt, ich habe auch die beiden anderen Wohnungen eingerichtet von deren Geld. Und die hatten halt einfach so viel Geld, also weil sie mussten halt das Haus quasi nicht wirklich kaufen, weil es halt eben dieses Apartment-Dingens war, weshalb sie es quasi nur gemietet haben für unter 2000 Simoleons. Und hab dann halt die Wohnung alle eingerichtet und sie haben alles komplett selbst bezahlt zu vollem Preis und haben jetzt am Ende immer noch 100.000 Simoleons übrig. Sie haben so viel Geld, das ist echt der Wahnsinn. Also hätte ich nicht gedacht, dass die wirklich so viel Geld haben, dass sie
drei Wohnungen gestalten können oder drei Wohnungen finanzieren können. Das ist der Wahnsinn. Aber jetzt haben sie halt auf jeden Fall deutlich weniger Geld wieder und wir können auf jeden Fall wieder ein bisschen was einnehmen. Aber wie gesagt, es ist trotzdem halt echt noch viel zu viel, was die an Geld haben. Mal gucken, ob wir da irgendeine Möglichkeit finden, das loszuwerden quasi. Also ich möchte ja nicht unbedingt aktiv loswerden, aber es ist schon auch ganz cool, wenn man ein bisschen mehr Ansporn hat, was zu verdienen. Ich werde denen das jetzt aber irgendwie nicht klauen mit einem Cheat oder so, sondern wir werden es halt irgendwie ausgeben, ne? Also vielleicht können wir ja das ein oder andere Grundstück kaufen oder den ein oder anderen zweiten Wohnsitz vielleicht, einen Sommerwohnsitz oder so. Wer weiß. irgendwas werden wir da schon finden. Ja, in der Küche fehlt ja noch ein bisschen Dekoration. Die habe ich hier dann hinzugefügt, sodass ihr die Küche auch noch mal ein bisschen detaillierter sehen könnt. Obwohl, viel habe ich da, glaube ich, nicht gemacht. Aber sie ist da. Ich habe, glaube ich, noch ein bisschen nach Dekoration gesucht. Wie das halt mit den verschiedenen Optionen so ist. Das ist ganz schrecklich in diesem Menü. Ja. Jetzt habe ich, glaube ich, so ziemlich alles erzählt, was ich erzählen wollte. Aber wir kommen ja, glaube ich, auch gleich zu neuen Räumen. Da kann ich euch noch ein bisschen was Neues erzählen. Hier im Eingangsbereich habe ich da noch so einen kleinen Tisch hingesetzt. Ich mag auf jeden Fall diesen Spiegeltisch aus dem Store. Der ist irgendwie echt cool. Und der passt irgendwie total zu Violet, finde ich. Also, die wäre total fasziniert von diesen Spiegeltischen. Deswegen habe ich ihr die natürlich auch gegeben. Sie hat hier den Spiegelschreibtisch und sie hat diesen Spiegelbeistelltisch. So, wie das halt möglich ist. Und auch diese Lampen sind wunderschön. Die haben auch so einen Spiegel dran. Also die haben so einen geteilten Spiegel und dann halt diese beiden Lampenschirme. Und da sind sogar so Glasteile noch mit drunter, unter den Lampenschirmen. Ich fand auch das perfekt passend zu Violet, deswegen habe ich auch da mich für diese Lampen entschieden. Sogar das Bild, dieses schöne Bild aus Paris, was da im Flur hing oben, das habe ich auch mit übernommen aus der alten Wohnung. Also ich habe halt so geguckt, sowas könnte man denn mitnehmen und habe mir halt so ein paar Sachen mitgenommen. Der Fernseher, der wurde uns übrigens geschenkt. Das ist einer, den man normalerweise nur im Bodybug-Menü findet. Mit dieser ganzen Dekoration drumherum. Der wurde uns einmal geschenkt, weil wir halt so ein heftiger Star sind. Also Violet ist halt ein Level 5 Star. Also sie ist der absolute Topstar. Jeder kennt sie. Und deswegen wurde ihr halt dieser schöne Fernseher geschenkt. Und deswegen habe ich ihn halt hier in der neuen Wohnung auch aufgehängt. Ich finde, der passt da super in die Ecke hin. Und ja. Ist auf jeden Fall ganz cool, dass wir da quasi so ein bisschen was geschenkt bekommen haben. Gärten gibt es, wie gesagt, gar keine auf diesem Grundstück. Es gibt halt nur so kleine Balkone, aber die habe ich eigentlich alle nicht begehbar gemacht. Aber es gibt jetzt irgendwie keinen Garten im Hinterhof, wo man jetzt so wie in der alten Wohnung von Violet und Amin irgendwie eine Party feiern konnte, im Whirlpool hängen konnte oder sowas. Ich hätte natürlich auch theoretisch hier noch irgendwie einen Wellnessbereich mit einbauen können für Violet und Amin. Eine Sauna, ein Whirlpool und sowas in der Richtung. Aber andererseits können wir natürlich auch ein eigenes Spa damit besuchen. Habe ich sowas überhaupt in Moonlight Falls bisher stehen? Ich glaube nicht, oder? Sollte ich mich mal darum kümmern, dass da auch mal ein Spa steht, dass man da mit Violet und Amin auch mal hingehen kann. Vor allem mit Violet natürlich. Aber ja, Violet wäre eigentlich auch der Typ, dass sie ihren Mann mitnimmt zu solchen schönen Wellness-Tagen. Oder sie hat, dass sie vielleicht einen Mädels-Wellness-Tag machen wollte. Das wollte ich eigentlich sagen. Ich wollte nicht Männer, ich wollte Mädels sagen. Ist aber auch schwierig. ja. Deswegen muss ich da auf jeden Fall auch mal für ein Spa sorgen, denn das würde dann natürlich auch perfekt passen zu unserer Violet. Und hier richte ich gerade ein Gästezimmer ein. Das ist eins der beiden Zimmer, die ich für zukünftige Kinder vorgesehen habe. Denn ich habe für Violet und Amin zwei Kinder vorgesehen. Ich habe das Ganze schon vor langer Hand geplant. Ihr könnt mich nicht dazu überreden, dass sie mehr bekommen. Ich habe da sogar schon meine Storyline dahinter alles überlegt. Aber ich werde euch jetzt natürlich nicht erzählen, denn das sollte ja alles im Let's Play erfahren. Und ich finde das irgendwie ganz cool, wenn man sich eine Storyline ausdenkt und die dann halt auch spielt, anstatt sie halt einfach nur so zu erzählen und dann wisst ihr sie. Wisst ihr? Also ich finde es halt viel schöner, wenn ihr sie dann einfach selbst mitbekommt. Und deswegen habe ich hier halt für zwei Kinderzimmer gesorgt, die aktuell halt noch ein Gästezimmer sind. Und das zweite Zimmer wird ein Partyraum, also wo man noch feiern kann. Also da wird eine Bar stehen, ein Radio. Mir ist dann vor allem aufgefallen, dass ich sonst irgendwo im Haus ein Radio aufgestellt habe.
das ist halt aktuell da. Ich denke mal später, wenn das dann ein Kinderzimmer wird, werde ich einfach die Stereoanlage woanders hin verschieben, ins Wohnzimmer oder so. Und ja, dann passt das soweit auch. Hier habe ich vor die Eingangstür der oberen Etage diese Kommode gestellt, denn die obere Etage ist ja eigentlich nicht durch die Eingangstür begehbar. Also man kommt ja eigentlich in diese Wohnung nur über die untere Etage, dort über die Eingangstür, aber realistischerweise habe ich dort natürlich trotzdem eine Eingangstür hingestellt, weil ursprünglich quasi so von der Story her war die obere Etage ja auch eine eigenständige Wohnung, nur Violet und Armin haben halt beide gekauft, haben halt diese Wendeltreppe eingefügt, die von der unteren zur oberen Etage führt und haben dafür die obere Tür nicht begehbar gemacht. Ich meine, man hätte natürlich das auch so machen können, dass auch die obere Etage zugänglich ist über diese Tür. Aber andererseits bringt das eh nicht besonders viel, denn dann müsste man eh nur die Treppe außenrum runterlaufen. Und deswegen, ja, hätte ich an deren Stelle auch einfach die Tür nicht nutzbar gemacht und da halt eine Kommode davor gestellt, wenn man den Platz halt braucht. Ist das doch ganz cool. Und obwohl es nur ein Gästezimmer ist, habe ich auf jeden Fall auch das versucht, schön zu dekorieren und interessant zu gestalten. Und ich finde es auf jeden Fall ganz cool geworden. In Gold- und Rottönen sieht sehr majestätisch irgendwie aus. Also ich finde es echt ganz cool, wie allein das Gästezimmer geworden ist. Und die anderen Zimmer gefallen mir auf jeden Fall auch sehr gut. Hier habe ich dann mal ein paar Dekoartikel aufgestellt, die Violet noch in ihrem Inventar hatte. Und dann gehen wir aber wieder zurück in den Baumodus. Platzieren die ganzen Sachen an die richtige Stelle. Da zum Beispiel das Hochzeitsfoto von Violet und Armin, was auch sehr, sehr süß ist. Hat einen Goldrahmen bekommen und so einen Ehrenplatz im Zimmer bekommen, im Schlafzimmer, dass man das da auf jeden Fall auch immer schön sehen kann. Auch die ganzen Trophäen bzw. die Preise, die Violet bekommen hat, die habe ich hier dann auch platziert. Es ist allerdings richtig schwer für diese Preise etwas zu finden, wo man das draufstellen kann. Diese Anrichte hier, die ich für diesen Preis platziert habe, da passt tatsächlich nur dieser eine Preis drauf. Deswegen musste ich für den zweiten noch einen Platz finden, und zwar die Kommode dort im Flur. Aber das ist so albern irgendwie, dass es kaum was gibt, wo man die hinstellen kann, wo es Platz für gibt. Das ist schon echt heftig irgendwie. Jetzt sind wir im letzten Raum, der noch gestaltet wird. Und am Ende seht ihr, wie gesagt, noch Screenshots des Ganzen. Also es sind diesmal ziemlich viele Screenshots. Das geht doch 2-3 Minuten, die Screenshots am Ende. Sodass ich hoffe, ihr habt dann möglichst guten Überblick. Falls euch das hier alles ein bisschen zu schnell war, habt ihr am Ende, wie gesagt, nochmal Screenshots. Und wie erwähnt, falls euch das alles noch ein bisschen zu wirr ist, schaut doch einfach ins Let's Play rein, was hoffentlich ab morgen kommt, also wo morgen hoffentlich eine Folge zukommt von Violet und Armin. Dass ihr da dann vielleicht ein bisschen besseren Überblick habt, wie das Ganze hier so aussieht, wie es im Spielmodus aussieht. Das könnte bestimmt die ein oder anderen von euch freuen, die unter den meisten Hausbau-Videos fragen, könntest du nicht ein Let's Play dazu machen? Ja, mit diesem Haus mache ich tatsächlich ein Let's Play, aber es ist ja auch genau dafür geplant. Deswegen ist das ja auch kaum mehr eine Überraschung. Aber ich wollte es trotzdem erwähnt haben, weil es ja immer wieder Leute gibt, die sich bei meinen Häusern, die ich baue, wünschen, dass ich dann Let's Play zu machen würde. Aber dann hätte ich jetzt schon 20 Let's Plays am Laufen, beziehungsweise die wären halt alle nur so kurz und also nur zu einem spezifischen Haus finde ich das irgendwie ein bisschen komisch. Deswegen mache ich das ja normalerweise nicht. Hier habe ich noch eine schöne Idee gehabt dann für die Rückwand. Dieses Partyraum. Ich habe dann halt einfach die ganzen Spiegel hier platziert und habe diese Alkoholhalterteile, ich weiß gerade nicht, wie ich das richtig nennen soll, diese Teile halt, wo der Alkohol drin steht. Die Alkoholschränke, genau. Die habe ich da halt einfach platziert, so im Spiegel rein, dass sich das quasi im Spiegel spiegelt, wie man das halt von einem Spiegel so kennt. Und das sieht eigentlich echt ganz cool aus. Erinnert mich wirklich so an richtige Bars. Und ja. Ansonsten ist hier halt nicht viel in dem Partyraum. Hat noch eine Sitzmöglichkeit und was und Musik. Und das war's dann auch schon. Wir haben die gesamte Einrichtung geschafft. Jetzt seht ihr einmal noch alle Screenshots. Ich zeige euch natürlich alle drei Wohnungen. Wir fangen hier mit der linken Wohnung an, wo die kleine Familie drin wohnt. Mit den Eltern und dem kleinen Jungen. Seht ihr den Flur, das Wohnzimmer. Ja, es ist schon alles so ein bisschen bewohnt. Deswegen seht ihr natürlich auch die Leute, machen Frühstück. Und in der coolen kleinen Küche, die irgendwie ganz süß geworden ist, die Küche. Ich habe sie ganz schnell zusammengebastelt, aber sie ist irgendwie echt ganz, ganz süß geworden.
Und ja, ihr seht schon von allem nur so einen kleinen Screenshot, so ein bisschen der Übersicht halber. Aber das Hauptaugenmerk liegt natürlich auf Violets und Amins Wohnung. Deswegen werdet ihr da auf jeden Fall mehr Bilder sehen. Hier die zweite Wohnung im mittleren Haus, ganz im Erdgeschoss von der Vampir-Lady, die auch nur so eine Zimmerwohnung hat eigentlich. Aber ich denke mal, das sollte für sie ausreichen. Und dann widmen wir uns jetzt Violets und Amins Wohnung. Wie gesagt, das Hauptaugenmerk in diesem Bau. Der Rest ist ja quasi nur drumherum. Also ich habe ja eigentlich dieses ganze Grundstück nur für die Wohnung gebaut. Und hier seht ihr nochmal die ganzen Bilder der Wohnung. Ich finde, es ist echt cool geworden. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen detaillierter alles machen können. Aber andererseits finde ich, passt das auch ganz gut zu Violet und Amin, dass man doch da so ein bisschen Akzente gesetzt hat, auch mal ein paar Stellen freigelassen hat, nicht alles mit Sachen vollgeräumt hat, sondern hat, wie gesagt, wirklich, ja, Punkte gesetzt hat, die Aufmerksamkeit erregen und ja, das Ganze nicht so sehr überfüllt hat. Das ist das eine von zwei Badezimmern. Violet und Amin haben nochmal einen privaten Bereich, so richtig. Also sowohl das Büro als auch ihr eigenes Badezimmer ist nur über das Schlafzimmer nutzbar. Und das Schlafzimmer ist halt immer abgeschlossen, nur für die beiden quasi. Und das ist eigentlich auch ganz gut, dass sie so einen richtigen privaten Bereich haben, was das angeht. Hier sehen wir nochmal das Gästezimmer. Ihr seht ja die ganzen Räume. Wir sind dann auch schon am Ende des Videos angekommen. Wie gesagt, schaut nochmal in die Videobeschreibung. Da sind Links zum Download. Der erste Teil, das Bauen des Grundstückes. Alle Cheats, die ich verwendet habe, alle Inhalte und so weiter. Also schaut auf jeden Fall rein. Es lohnt sich immer, einmal in die Videobeschreibung zu schauen. Und ja, dann verlasse ich euch hier mit den letzten Bildern dieses Baus. Ich finde allein das Schlafzimmer richtig geil geworden, aber auch das Arbeitszimmer, der letzte Raum, den ihr hier sehen werdet. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und freue mich über Kommentare. Ciao!